Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Blasphemous für die Switch. Wir befinden uns jetzt hier in, wo die Olivenbäume verdorren. Ja, versuchen wir mal weiterzukommen. Das ist auf jeden Fall die einzige Stelle auf meiner Karte gefunden, wo wir ein paar offene Stellen noch haben. Hier konnten wir ja mal reden, aber jetzt gibt es da gar nichts mehr zu reden. Verdorrt. So. Wenn ich auf die Karte gucke hier, werdet ihr sehen, es gibt hier so ein paar Wege, die wir noch nicht erkundet haben. Müssen wir jetzt wohl machen, da oben zumindest, ne? Oh. Ja. Hier noch mit Dingen auf mich. Nervig sind die. Mann, geht's unten auch weiter? Das haben wir schon. Wir waren ja schon mal hier zu Beginn, das könnt ihr euch erinnern. Aber irgendwie sind wir dann auch nicht weitergekommen da. Denn es wurde ein bisschen hardcore zum Schluss. Ja, den muss ich aber irgendwie anders killen. So bringt der mir nichts. Oder? Hier oben können wir links gehen, okay. Da waren wir noch nicht. Friedhof auf den Gipfeln, okay. Oh, das Wind. Drüben ist eine Leiche. Sagt sie. Es ist jetzt ganz nah. Die weinenden Gesichter aus Eis künden von der Nähe des Klosters an. Die Kunden der Schmerzen, die im Inneren seiner Mauern warten. Ich bitte die Kälte und Gnade, damit ich auf den Gipfel gelangen kann, wo ich als Schwester des goldenen Antlitzes wiedergeboren werde. Okay. Ich hole meine. Okay, mal kurz mal. Ja. Ja, der haut aber gut rein, ganz gut rein da. Ich wusste, dass das so ein Ding war. Scheiße. Ich wollte damit reden. Der Wind, der pustet ganz gut.
Hier rein. Okay, hier ist nicht so schön. Ich bräuchte irgendwie ein bisschen Leben. Oh. Kein Leben, aber da finden wir doch so ein rotes Ding. Da führt er doch immer irgendwo hin, wo es gut ist. Oh, hier gibt es nichts anderes, was gut ist. Ja, nicht in Scheiße. Oh, shit. Okay. Das ist schon ein bisschen... aufpassen hier. Dann fangen wir echt am Arsch der Welt wieder an. Laufen wir nochmal dahin. Ich weiß ja nicht, wo wir dahin sollen. Was anderes weiß ich gerade nicht. Hier gibt es ja keine anderen Wege mehr, oder? Leben nehmen hier und dann sind wir jetzt schon wieder im Friedhof, ne? Dann gehen wir erstmal hier längs. Okay. Oh, okay. Also mehr Glück. War da noch irgendwas da oben? Ach, perfekt. Brauche ich auch nicht mehr so weit laufen. Schon mal gut. Und hier? Eine Verkäuferin? Was hat sie denn da? Water I'm offering. And may my eye. Dieser zarte weiße Brautschleier wurde zerrissen, seine kunstvollen Stickereien zerstört, eines von drei Relikten einer von der Zeremonie. Die Wunden eines gebrochenen Eides lassen sich niemals heilen. Hoffen wir mal. Water I'm offering. And may my eyes be. Augapfel von Alvaros, dem Schreiber, der die Wahrheit sehen konnte, die anderen Augen verborgen blieb. Sein steinender prüfender Blick enthüllt die Lebensessenz von Feinden. Oh, eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man gucken, was wir irgendwo reinbringen können. This is a precious treasure to me. Its value goes far. And may I don mourning black. Wir haben längst vergessen, das Ritual kreiert Loot. Sie birgt die Hitze eines Scheiterhaufens, der in einem Fernland mäßigt das Herz, erhöht die Verteidigung jedes Trägers. Ich hoffe, es ist auch.
Erstmal runter. Ja. Dankeschön, gute Frau. Wir haben natürlich kaum Kohle noch, aber die sammeln wir uns halt wieder zusammen. Ist sie durch? Wollen wir den Fahrstuhl benutzen? Aha. Unbefleckte Perle. Was kann eine unbefleckte Perle? Einfache Perle und jeden Zweck. Ihre unberührte Oberfläche wurde niemals von gierigen Fingern beleckt. Befleckt. Also irgendwas muss da mal passieren. Ich weiß nicht was. Da braucht man irgendwas Bestimmtes für. Ach guck mal, ich kann nicht drauf stehen. Was? Noten aus Rosenkranzschnur. Ja, die Rosenkränze, 10 Sekunden, die Feinheit, kunstfertige und Perfektion. Den Besitzern falscher Rosenkränze roten Schwere trafen, wenn sie nicht gar erhältlich. Irgendwann begannen wir uns zu fragen, was ein Rosenkranzen werden sollte, wenn der Rest ja nicht länger unter uns weilte. So wurden alle anderen Rosen von der Heiligen Mutterkirche geächtet, die waren sogar falschen Rosen. Ja, wir haben ja hier, also wir haben ja einen Rosenkranz, gell? Wo ist Da kann man doch bestimmt diese Dinger benutzen, um das hier zu erhöhen, oder? Dass man mehrere Sachen auf einmal nehmen kann. Ich werde wahrscheinlich irgendwas finden, wo ich die nutzen kann. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Sagt mir mal Bescheid. Mich interessieren. Ach, hier war ich gerade drin. Also könnte man bestimmt den Rosenkranz erweitern, damit man noch mehr Sachen nutzen kann. Eine Fahrstuhl, mal gucken, wo es hingeht. Unten auf jeden Fall. Aber wo geht's hin, ist die Frage. Ach. Das ist natürlich sehr cool. Hier ist die auch. Hier kriegst du die Überreste. Bitte schön. Dafür ist mehr Glück als das arme Mädchen. In ihrem heiligen Namen wurden viele Tränen vergossen. 1000 prayers do not clarify whether or not the grievous miracle is a manifestation of true holiness. Still, in our heart lieth no doubt that she was unjustly punished. Find the next remnants. The order blesses thee. Ja, sauber. Da. Das Tüm ja nochmal. Merciful be, penitent one. With your. Noch mehr? The miracle is taken. So, wir können noch einmal zu diesem Brunnen gehen. War der nicht auch hier? Genau, dann können wir gucken, ob wir da nicht noch was abgeben können. Diese Abkürzungen sind ja schon ein bisschen genial gerade, ne? Also finde ich. Bring me anything that can be blessed. Bring me. Achso, ich dachte, ich hätte irgendwas. Naja, hab ich anscheinend nicht. Diesen, muss mal gucken, wie mit diesem Rosenkranz, was kann man, da muss man noch mit diesem Knoten da weiter verfolgen können. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es darum geht. Ausprobieren. So, dann wir zurück zum Friedhof.
Also man kann wahrscheinlich da runterspringen, das Ding hier treffen und dann ist man tot. Macht da nun keinen Sinn, ne? So, wir speichern nochmal hier. Da. Okay. Da gibt es ja so viele Dinger, die noch frei sind. Die muss man noch irgendwo. Irgendwie möglich sein. Ich weiß aber noch nicht genau wo, aber es wird auf jeden Fall möglich sein. Das, sonst wird es alles keinen Sinn ergeben. Also ich glaube, diese Rosenkränze kann man nutzen, um seine zu erweitern, diese roten Noten. Da. Dieser Wind ist fies, der weht auch mal in die andere Richtung, ne? Wie wir gerade im Gang sind, ich glaube hier längst, ne? Ich wollte nicht rausbrennen. Gut. Ja. Kommen wir denn da rüber? Nur mit dem Wind springen, oder? Wind achten. Okay. Eieiei, das ist aber eine enge Kiste, ne? Wenn da runterflattert, dann ist aber auch. Nein! Genau, das meinte ich. Denn wenn da runterflattert, dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei. Ja. Aber wir sind auch schon wieder so weit. Wir könnten theoretisch auch beim nächsten Mal weitermachen. Denn, Friedhof legt ja noch viele Geheimnisse. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.